Herford, eine knapp 70.000 Einwohner Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen. Eine Stadt in Alarmbereitschaft. Ladenbesitzer vernageln ihre Fenster und Massen von Polizisten sichern den Bahnhofsvorplatz. Linke Gruppen rufen zur Demo gegen Polizeigewalt auf und User auf sozialen Medien wollen die Stadt brennen lassen. Der Anlass ist ein Vorfall aus dem Juni. Nach einer Verfolgungsjagd, die in einer Sackgasse endet, schießen Beamte insgesamt 34 Mal auf den angeblich auf sie zufahrenden 19-Jährigen. Kurz vor der Demo werden Zettel mit eindeutigen Parolen verteilt. Deutsche Polizisten, Mörder und Faschisten oder von Herford nach Paris, fight the police. Anscheinend geht es hier nicht nur um eine Kritik an der Polizei, sondern um den Hass auf diese. Eigentlich nichts Neues im linken Milieu. Doch an diesem Tag sehen wir etwas, was es sonst nur in Großstädten wie Berlin und Frankfurt gibt. Jugendliche und Kinder mit Migrationshintergrund reisen mit an und nutzen die Gelegenheit, ihren gesamten Hass auf die Polizei und diesen Staat zu entladen. Bitte Sie der Kopf einmal und verlassen Sie das Werfen. Den schon. Das war ein Headshot, ne? Die Vermummung der Demonstranten wirkt paradox, denn die meisten Krawallmacher möchten gefilmt werden. Sie posten anschließend ihre Straftaten selber in den sozialen Medien und inszenieren sich als unbeugsame Macht gegen den Staat. Berliner machen keine Spielchen vom Wagen. Hauptstädte Diebe, Hauptsache fliehen mit V8-Maschine. Glatzkopf! Ich will deine Glatze! Glatzkopf! Und fass du mich so an, Junge! Fühlt das sich krass, einmal auf der Schwanz, Alter, ja? يا ولد جات انا يوال يا ولد جا وانا بس يا ولد خواطه هيا Nach knapp zweieinhalb Stunden brechen die Veranstalter die Demo ab. Und dann nach Hause ein Weg. Geht bitte nicht alleine nach Hause, passt auf euch auf. Es ist sehr viel los, die Stimmung ist sehr weit aufgeheizt. Es beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen den noch nicht heimgehen wollenden Jugendlichen und der Polizei. Man verteilt Wasserflaschen, um an diesem heißen Tag die eigenen Leute zu hydrieren und spendet anschließend den Pfand an Vater Staat. Auf Twitter findet parallel eine Verklärung der Ereignisse statt. Linke Aktivisten framen das Geschehen als Polizeigewalt, Steuergeldverschwendung und Polizeiwillkür und lassen bewusst die Böllerwürfe in Richtung der Pressevertreter aus. Bei Rechten- oder Querdenker-Demos fliegen einem selbst bei Einschüchterungsversuchen von Journalisten zu Recht die Schlagzeilen um die Ohren. Wieso das hier anders ist, bleibt unklar. Nach der Demo gibt uns Polizeisprecher Uwe Maser ein kurzes Statement zu der Zusammensetzung der Demonstranten. Also wir ordnen dieses Veranstaltungsklientel eher dem linksautonomen Spektrum zu. Aber es können sich auch vereinzelt, wie wir beobachtet haben, eben auch Extreme darunter befinden. Genaue Angaben zum Klientel können wir nicht geben. Es scheint so, als würde der Polizeisprecher das Kind nicht beim Namen nennen wollen. Eine gefährliche Dynamik von agitierenden Linksextremen und ausführenden, gelangweilten und gewaltbereiten Kindern bis Jugendlichen mit Migrationshintergrund.